Die Bewohner von Bangkok und der Smog und wie sie deswegen nirgendwo hinfliegen können und nicht atmen können? Wow, das war mutig. Das war die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Hm? Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Hm. Okay, wenn es nur die Genehmigungen sind, du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, 2 Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht annimmst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, warte. Du hast gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns... darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich hab dich spielen sehen. Klar. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ach, was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Oh, wow, okay, Cowboy. Okay, natürlich, okay. Die alte PlayStation. Oh, ich lerne schon viel. Oh, wie geil ist das denn? Was ist es? Nein, es muss laden. Laden? Alter, ja. Werbung im Spiel. Das dauert ganz schön lange. Du bist so ungeduldig. Wenn man etwas anschaltet, erwartet man, dass es... Okay. Crash Bandicoot! Alter, wie geil ist das denn? Crash Bandicoot? Gibt's ein Problem? Nein, nur, wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste ich. Ich hab's. Okay. Lauf auf die Kamera zu. Zur Kamera laufen. Ah, mit den... Und die Kreistaste ist dein Drehanzug. Okay. Ja, und mit X springst du. Okay, wo ist X? Beim rechten Bein. Okay, lauf vor dem Felsblock weg. Warum verfolgt mich der Felsblock? Lauf einfach davor weg. Ich habe dem Felsblock nichts getan. Benutzt den Drehangriff. Das ist die falsche Richtung. Hä? Lauf nach unten. Ich wollte den Apfel haben. Ich suche mich nur um, okay? Alter, wie geil ist das, dass jetzt in Uncharted 4 noch eine Runde Crash Bandicoot spielt. Ein Beuteldachs. Sieht wie Fox aus. Fuchs in Jeans. Okay, zerstör die Kissen. Warum zerstört ein Fuchs Kissen? Beuteldachs. Und er macht das eben. Fuchs, das ist nicht sehr realistisch. Checkpoint! Die Grafik ist ziemlich gut. Oder nicht? Ah, es läuft richtig gut. Es läuft richtig gut. Beuteldachs. Das sieht nicht wie ein Beuteldachs aus. Hast du schon mal einen gesehen? Nein, aber sie tragen bestimmt keine Turnschuhe. Oh, verdammt. Du bist reingefallen. Alles, wie kletter ich raus? Unrealistisch. Ich wäre rausgeklettert. Ich wollte klettern lernen. Klettern hat immer geholfen. Oh, ist das großartig. Das war nicht so schlecht. Okay, nimm die Frucht. Ich mach die Frucht. Bei 100 bekommst du ein X-Train. Wer hat Zeit, 100 Früchte aufzusammeln? Oh mein Gott. Schrei mich nicht an. Ich feuere dich an. Ich coache dich. Weiter so, weiter so. Ah, verdammt. Beuteldachs. Hey. Oh. Letztes Leben. Mach besser was draus. Oh, ich hab's drauf. Ich weiß nicht, ob das noch was wird. Super. Ja, oder? Warum stiehlt ihr all die Früchte? Füchse brauchen keine Früchte.
Er stiehlt sie. Er sagt, sie gehören nicht ihm, also ist das Stehlen. Oh mein Gott, die Unterhaltung nebenbei. Herrlich. Nichts. Aber es schon. Ah, das war's. Pass auf die Grube. Oh, verdammt. Was? Das war's? Selber schuld. Oh, was? Herrlich. Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist weißt viel du, leichter weißt im Einfachmodus. Red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Ich warne dich. Echt jetzt? Was willst du tun? Sag's, zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Komm her. Wir werden diesen Anzug machen mit dem Boot. Noch nicht geöffnet. Geschlossen. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Arschloch. Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Etwa ihre Größe. Etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Alter. Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam! Wow, okay, langsam, langsam. Wie? Ich dachte, du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort, du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten, das wäre ich fast. Mensch, Sam, ich... Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich du wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nathan, ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Ich muss erst mal verarbeiten. Du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig, kann's oder? Kann es sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu okay. mir? Langsam. Setz dich. Erzähl mir von dir. Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss. Du hingst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das, das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Oh, das ist jetzt fies. Aber ich fand eigentlich am coolsten war Shambhala. Okay, vor ein paar Jahren war ich in den Raub, einer Öllampe aus einem türkischen Museum verwickelt, okay? Öllampe? Sie war ein Artefakt aus Marco Polos verschwundener Schatzflotte. Kublai Khans Schatz? Ja, und wie sich herausstellte, war verdammt viel mehr auf diesen Schiffen als nur Schätze. Tja, was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört und wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Unglaublich. Ja, das war's. Schade, dass du nicht da warst. Nein, es ist wirklich unglaublich.
Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Hm. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, den... Verlobungsring, ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten, sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner, bei mir. Du kommst zum Essen, dann erzähle ich ihr von dir. Mist, ich muss ihr von dir erzählen. Nathan, ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Der Schlechter von Panama, oder? Wieso? Eine lustige Geschichte, aber im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen. Liest du heute gar nicht? Samuel, komm her. Hör mal. Die Wachen. Sie singen. Naja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja, sie haben Ehefrauen, die auf sie warten. Was haben wir? Nichts für ungut. Wir haben Ehrgeiz. Oh. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren. Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme. Du kannst es dir sicher vorstellen. Kann ich. Aber ich will, dass du es sagst. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Wenn ich die Chance dazu habe? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Oh. Mir gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Señor Alcázar. Me alegro verlo. Zeig mir den Key. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel. Bist du bereit, dein Glück zu suchen? Vamonos. So, und jetzt schlüpfen wir in die Rolle von Samuel. Ach du Scheiße. Los demás están en posición. En camino. Todo va de acuerdo. Hector Alcazar. Wie lange hast du das schon geplant? Seit ich hier. Hoffentlich fängt er nicht an zu singen wie die Alcazar-Band. Samuel, beeil dich. Weil ich glaube, die wurden mit K geschrieben. Heilige Scheiße. Die haben sie einfach niedergemetzelt. Pedazo. Ocupate de la puerta. Nunca saldrás de aquí. Alter. Diese Kerle sind Sadisten. Wir tun der Welt einen Gefallen. Hier. Die wirst du brauchen. Nee, hier ist nichts. Komm schon. Dann gib mir eine Knarre. Ja, das kommt schon wieder. Abran todas las puertas. Hector, damit löst du einen verdammten Aufstand aus. Ja, genau. Haganlo. Öffnet alle Zellen.